Ein Feiertag auf Bundesebene für Muslime kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Es wird ja schon lange gemutmaßt, dass Sie ihn beerben könnten, aber der noch Innenminister Thomas de Maizière hat heute einen Vorschlag gemacht, nämlich muslimische Feiertage womöglich auch mal in Deutschland einzuführen oder einen muslimischen Feiertag. Was sagen Sie denn da, würde unter Ihnen als Innenminister ein muslimischer Feiertag kommen? Ich spekuliere jetzt überhaupt nicht über Positionen, das habe ich auch in den letzten Monaten immer abgelehnt. Wir müssen jetzt über Sache reden und in der Sache bin ich da der ganz klaren Meinung. Wir haben solche Forderungen ja auch schon in der Vergangenheit, auch bei uns in Bayern gehabt. Ich bin da der ganz klaren Meinung, dass wir bei uns jedenfalls muslimische Feiertage nicht einführen und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es das jedenfalls in Bayern, Feiertage sind ja überwiegend eine Aufgabe der Länder, dass es das in Bayern jedenfalls nicht geben wird. Und also Sie würden das auch, wenn Sie nach Berlin gehen, würden Sie das nicht einführen? Irgendwo in Deutschland. Also ein Feiertag auf Bundesebene für Muslime kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.